Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen heute zu diesem Workshop. Wir haben heute den 1. Februar 2021 und ich begrüße Sie herzlich. Es ist Montag, 20 Uhr, selbstverständlich die beste Zeit für unseren Agile Care Workshop. Ja, und dass ich es nicht vergesse, begrüße ich auch gleich auf diesem Wege all diejenigen, die sich nicht zum Live-Workshop hier einfinden können und dafür aber die Aufzeichnung sehen. Ich begrüße Sie auch auf das Herzlichste, denn die Aufzeichnung hat auch viele Vorteile. Dort kann man auch die Downloads bewerkstelligen und man kann auch noch Fragen stellen, die wir Ihnen sehr gern beantworten. Ja, es ist wieder einmal soweit und ich möchte auch gleich voraus meiner Frau Renate und meiner Tochter Claudia danken, die mir assistieren, insbesondere um ihre Fragen dann noch besser zu beantworten, die Sie natürlich im Chat eingeben können. Bis dahin haben Sie bitte Nachsicht, dass ich nicht auf den Chat eingehen kann und lieber mich auf die Darstellung, auf die ich mich vorbereitet habe, hier konzentriere dabei. Wir führen ja diesen Workshop mit dem Ziel durch, dass wir noch besser Agile Care einsetzen können, dass wir noch mehr wissen über die Zusammenhänge zwischen Parasiten, deren Eliminierung und unserer Lebensweise, unserer Lebensqualität gewinnen. Und das ist unser Ziel, Lebensqualität verbessern. Und ich hoffe, dass wir heute wieder ein Stückchen zu diesem Workshop dazu beitragen können. So, dann will ich mal die vorbereiteten Folien laden. Und ja, 2. Februar. Natürlich für bessere Lebensqualität, ganz klar. Und ich möchte gleich im Hintergrund Ihnen, meine Damen und Herren, die Möglichkeit bieten, die vorbereiteten Folien herunterzuladen als PDF. Und das tun Sie bitte am besten so, indem Sie auf Files gehen. Files, das englische Wort für Ordner. Und ab jetzt und während der ganzen Zeit des Workshops können Sie die Datei herunterladen, die eben aus einmal PDF besteht, die die einzelnen Folien, die ich jetzt vorstelle, beinhalten. Einige mögen das, weil es doch hier und da sie es einschätzen als Potenzial zur Dokumentation für den Fall der Fälle. Man kann dann nachschlagen. Ja, und natürlich zu Beginn, wie bei jedem Workshop, Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, schon geschafft. Entschuldigung. Und hier schon der Hinweis, auf den ich auch nicht verzichten möchte, aus eben schon, ich möchte mal sagen, jetzt 12-monatiger Tradition heraus, nutzen Sie Agile Care, schützen Sie sich vor dem Coronavirus und zerstören Sie es so früh wie möglich, denn das hat seine Vorteile. Ich empfehle Ihnen täglich die Anwendung von der Anwendung mit dem Quellcode-Index XUL10 und seien Sie gewiss, dass es nicht nur gegen das Coronavirus der Variante 3 erfolgreich ist, sondern auch gegen die neuen Mutationen, die sogenannten Mutationen, Variationen, die in den Medien jetzt sehr häufig erwähnt werden. Da fragt man sich doch, wenn man eben jetzt über die Viren spricht oder wir sprechen über Bakterien oder wir sprechen über Würmer oder über Pilze oder über Einzeller, warum gibt es diese Mikroben überhaupt? Wozu sind denn Viren insbesondere gut? Und da sollten wir doch uns mal einige Überlegungen anstellen und das richtige Verhältnis zu den Mikroben überhaupt bekommen. Denn wir brauchen ein ordentliches Verhältnis zu den Mikroben, denn die Mikroben, Sie wissen es, seitdem ich Ihnen den Titel eines Buches vorgestellt habe, der lautet Die geheime Macht der, muss ich direkt nochmal nachschauen, die stille Macht der Mikroben heißt es. Ich werde es nachher auch nochmal einblenden, wie das Buch heißt. Und dann weiß man, dass man sich doch die Mikroben
zu Freunden machen sollte, besonders zu denen, die einem wohlgesonnen sind. Und die Viren und Mikroben insgesamt könnte ich nämlich bezeichnen als Lehrmeister und Trainer. Lehrmeister, weil, wenn sie auftreten, sie uns zwingen, darauf zu reagieren, auf veränderte Bedingungen zu reagieren, überhaupt, und damit stärken sie unsere Abwehrkraft, damit ermöglichen sie uns überhaupt das Weiterleben und damit ermöglichen sie uns auch eine evolutionäre Entwicklung, die es über die Zehntausende, vielleicht sogar Millionen Jahre geschafft haben, uns anzupassen und unsere Evolution so voranzutreiben, dass wir bestehen können. Und Trainer deshalb, weil wir das immer wieder wiederholen müssen. Und damit meine ich nicht nur die jährlich auftretenden, ich hätte jetzt Angriffe gesagt, aber ich meine gar nicht Angriffe, sondern Auslöser, die uns dazu zwingen, durch Wiederholung, denn trainieren heißt nichts anderes als wiederholen, unsere Abwehrkräfte zu stärken, wenn die Mikroben eben auftreten und uns eben attackieren. Und die Lehrmeister und Trainer, das sind die Mikroben. Und ganz genau möchte ich sagen, befähigen sie uns zum Leben durch tägliches Training. Und die Mikroben, wenn wir sie nochmal unterteilen wollen, dann sind das eben Viren, Bakterien, Pilze, Würmer und Einzeller. Die Mikroben sind schon lange da. Erstes Leben auf unserem Planeten war vor 3,8 Milliarden Jahren. Und ich habe mal die Zahl hier aufgelistet, das ist eine 3, dann eine 8 und dann 8 Nullen. Also eine unglaublich lange Zeit existiert schon Leben in Form der Mikroben auf unserer Welt. Die ersten Menschen, die traten erst vor ungefähr 2 Millionen Jahren auf. Das ist eine 2 mit den 6 Nullen, wie Sie sehen. Und Menschen in Europa, die gab es, sagen wir, nach den Schätzungen und Untersuchungen der Forschung erstmalig vor ungefähr 40.000 Jahren. Wir können also sagen, dass unser Dasein bezüglich des Lebens überhaupt, unser menschliches Dasein bezüglich des Lebens überhaupt, wie ein Wimpernschlag bezüglich der Entstehungsgeschichte ist und nicht mehr zeitlich gesehen. Also wir sind nur ganz kurze Zeit da und das soll uns auch lehren, dass diejenigen, die schon so lange da sind, auch ihre Berechtigung haben und Fähigkeiten haben, sich gut anzupassen und auch in uns und mit uns zu leben. Und sie, wenn sie uns als Wirte betrachten, dass sie überhaupt nicht daran interessiert sind, ihre Wirte, nämlich uns, zu zerstören. Und wenn wir mal die Zeit sehen über die Entwicklung der Menschen, also die ungefähr 2 Millionen Jahre hier mal dargestellt im Profil, wie sich eben von den ersten Primaten bis zum aufrechtgehenden, heute existierenden Menschen sich die entwickelt haben, dann ist das wirklich wie ein Wimpernschlag. Aber in dieser Zeit hat sich die Evolution entwickelt, dank auch der Reaktion und dank der Forderungen an uns, an unser Organismus, sich nämlich zu verändern, anzupassen, zu stärken, durch die uns, ich sag mal wieder, attackierenden und denen wir ausgesetzt sind, Mikroben. Und das Ganze vollzieht sich bei jedem Menschen im Zeitraffertempo im Leben auch fort. Nehmen wir an, die 2 Millionen Jahre werden dann nochmal im Zeitraffer dargestellt, während eines Menschenlebens von vielleicht 70 oder 80 Jahren. Also da läuft das genauso ab. Und auch dort haben die Mikroben ihren Anteil zur Stärkung unseres Immunsystems, zur Anpassung oder als in der Funktion als Lehrmeister und Trainer für unsere Verbesserung der Lebensfähigkeit und überhaupt zur Erreichung der Lebensfähigkeit. Ich will da jetzt nicht im Moment noch stärker darauf eingehen und möchte nur sagen, dass die Mikroben uns lehren und trainieren. Das hört sich erst einmal ganz gut an und das können wir auch nachvollziehen, wenn wir die Entwicklungsgeschichte so sehen, wie ich es jetzt mal ganz kurz hier dargestellt habe aus diesem Blick. Doch was machen wir Menschen? Wir verhindern das Training, indem wir eben in Räumen uns hauptsächlich aufhalten, nicht in die freie Umwelt gehen, nicht an die frische Luft uns eben den Trainern und Lehrmeistern aussetzen.
Wir leben mit Masken, was noch schlimmer ist. Da gibt es überhaupt kein Training und keine Lehre für uns. Das stärkt unser Immunsystem überhaupt nicht. Und viele, viele weitere Defizite haben wir, auf die ich hier nicht eingehen will. Wir leben also nicht natürlich und damit verhindern wir das Training und die Weiterentwicklung unseres Immunsystems und damit schwächen wir unsere Lebensfähigkeit. Und wir schwächen auch unser Immunsystem, indem wir die Freunde schädigen. Ich habe das letzte Mal schon so angedeutet, es gibt schädliche Parasiten und welche, die uns unterstützen, zum Beispiel bei unserer Verdauung. Und die können wir mal Freunde nennen, habe ich mal so in Anführungsstrichen geschrieben. Aber wir schädigen diese Freunde. Wodurch tun wir das? Zum Beispiel, indem wir immer mehr Schädlinge in uns, in unseren Körper eindringen lassen. Wir gestatten das, indem wir eben da leider zulassen, dass wir immer weniger Magensäure haben. Der Magen würde nämlich mit seiner Säure, wenn ausreichend Säure da ist, ausreichend heißt nicht nur vom Volumen, sondern auch von der Konzentration, würde sozusagen uns schützen vor der Durchgängigkeit der Parasiten und der schädigen Parasiten. Da würde sozusagen dort es kein Weiterkommen der Parasiten geben. Und wenn wir dann auch noch die Magensäure abschwächen, indem wir eben Medikamente nehmen wie Pantoprazol, dann sieht die Sache noch schlechter aus. Und es geht schon los, dass die meisten Menschen gar nicht wissen und gar nicht darauf achten, dass sie zu wenig Magensäure haben. Sie meinen nämlich, sie hätten zu viel Magensäure. Und daher kommt, Sie ahnen das schon, ich habe das schon oft erwähnt, die Hilfe, indem wir eben mit Agilcare die Anwendung Hypoazidität einsetzen. Dort würden wir uns schon schützen, dort würden wir schon dafür sorgen, dass wir eine bessere Verteidigung gegen schädlich eindringende Parasiten haben. Indem wir eben nicht damit dafür sorgen, dass wir mehr Magensäure bzw. stärkere Konzentration der Magensäure haben, die unbedingt notwendig ist, um uns vor den eindringenden Schädlingen zu schützen. Des Weiteren, wenn sie eingedrungen sind, die schädigen Parasiten, dann kommen sie über die Löcher im Darm, wir nennen das Leaky Gut, kommen sie in den Körper hinein, können sich dort ausbreiten über die Blutbahn und ihr Unwesen treiben und uns schwere Erkrankungen zufügen. Sie sehen schon in Klammern die Anwendung Leaky Gut, die empfehle ich dann mit Agilcare. Auch das ist ein Weg, um sich zu schützen, um eben diesen Defekt, diesen Darmdefekt zu beseitigen. Der fängt übrigens an, indem das Immunsystem geschwächt wird, nämlich durch die Darmschleimhaut. Die Darmschleimhaut wird immer schwächer, denn sie ist eigentlich auch zur Verteidigung gegenüber schädlichen Parasiten da. Nur durch unsere Lebensweise, durch unsere Ernährung sorgen wir leider dafür, dass es dann nicht nur die Darmschleimhaut nicht mehr schafft, sondern dass es auch zu den Leaky Guts kommt und somit zu einer illegalen Zugangsform der schädigen Parasiten in unserem Körper, in unserem Organismus. Dann, was machen wir, ist ja meine Frage hier. Nehmen wir viel zu viele Antibiotika ein und was tun wir bei den Antibiotika? Wir beseitigen einige Parasiten, aber, und das ist viel, viel wichtiger, wir stärken die Schädlinge, denn das sind diejenigen, die robust sind, robust gegen die Antibiotika, die eben diese Attacke gut bewältigen können, die Attacke durch die Medikamente, durch die Antibiotika und die robusten Parasiten, die viel größeren Schaden für uns anrichten können und das auch tun, und wir leben das ja mit den Infektionserkrankungen, haben nämlich mehr Platz, sich auszudehnen und wir haben sie trainiert, nämlich sie, die schädigenden Parasiten, durch die Antibiotika trainiert und ihre Widerstandsfähigkeit gebracht. Und wir nennen das dann Resistenz und wir nennen das dann unheilbare Erkrankungen durch solche Infektionen. Auch viel zu viel Hygiene und Desinfektion stärkt die Schädlinge aus dem gleichen Grund, wie ich das bei den Antibiotika eben erklärt habe. Und dann gibt es noch den Einfluss auf unser Immunsystem, und zwar den schwächenden Einfluss auf unser Immunsystem durch Elektrosmog. Und auch dort haben wir, ich habe das hier nicht geschrieben, aber haben wir auch eine Anwendung, eine geeignete Anwendung mit Agilcare, um eben die Auswirkungen auf die Auswirkungen durch Elektrosmog, durch Vermehrung, durch Stärkung schädigender Parasiten abzuschwächen, setzen wir dann die Anwendung ein Elektrosmog. Und der Elektrosmog selbst wird eben initiiert hauptsächlich durch Dinge wie WLAN,
durch Funktelefone, die Decktelefone hauptsächlich und jetzt ganz aktuell seit einiger Zeit, seit einigen Jahren, die Ausbreitung des Netzes 5G. Wir setzen uns viel zu sehr schädigenden Toxinen aus und wir bilden auch Toxine. Und da will ich auch einfach hier mal sagen, das ist natürlich eine Schwächung unseres Immunsystems, das ist eine Ablenkung der uns verteidigenden Immunkräfte. Und sehen Sie nur, 2 Kilogramm Toxine täglich, 2 Kilogramm Toxine und Schadstoffe täglich pro Erdenbewohner täglich. Das müssen Sie sich einmal vorstellen. Dem sind wir ausgesetzt und das ist natürlich eine ganz klare Schwächung des Immunsystems, wenn es auch hier und da nur eine Ablenkung ist, aber es schwächt und bringt uns auch nicht im Sinne von Trainieren und Verbesserung des Immunsystems zu besseren Anpassungen an die Anforderungen des Lebens. Und nicht zu vergessen, und die Liste könnte ich übrigens noch fortsetzen, aber nicht zu vergessen, habe ich noch geschrieben, unser modernes Leben ist auch von Disharmonien im Zusammenleben mit anderen Menschen gekennzeichnet, leider durch Ärger und Stress und Aufregung und Reizbarkeit und vielen überflüssigen Dingen. Also die Disharmonien, die führen auch zur Schwächung des Immunsystems. Das heißt also, die Mikroben, die uns lehren und trainieren sollen und wollen, was machen wir daraus? Das, was ich hier aufgelistet habe. Leider. Und was ist das bisherige Ergebnis? Das Ergebnis dessen, dass wir eben leider das nicht entsprechend ausnutzen, dass wir unser Immunsystem schwächen und schädigen, dass wir zu mächtigen, dass wir uns sagen wir, unter die Macht der schädigen Parasiten stellen. Das heißt, sehr, sehr viele starke, weit verbreitete Erkrankungen. Ich will nur ein Beispiel nennen. Der Parasit, das ist ein Bakterium, Toxoplasma, existiert aufgrund dieser Zusammenhänge, die ich versucht habe zu erläutern, bei wirklich ungefähr 4 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Also 4 Milliarden von 7 Milliarden Menschen haben Toxoplasma-Erreger in sich, was natürlich zu starken Erkrankungen führt. Ich will da nur nennen Burnout-Syndrom, Schwäche, Gliedmaßen, Probleme neurologischer Art, Demenz, Depression und so weiter. Und dieser Zusammenhang, obwohl es 4 Milliarden Menschen betrifft, allein durch Toxoplasma, und das soll nur ein Beispiel sein, dieser Zusammenhang, glauben Sie mir, es gibt kaum einen Arzt, der diesen Zusammenhang kennt und ihn beherrscht. Denn wenn er es wüsste, weiß er auch, dass wir relativ leicht mit diesen gefährlichen Toxoplasmen zurechtkommen würden. Ich will bloß als ein Beispiel nennen die Anwendung von Agile Care. Aber es gibt auch andere. Somit wären, wenn wir das wüssten und nicht auf uns selbst angewiesen wären, wenn es mehr Interesse gäbe auf diesem Gebiet bei den Ärzten, die eben den Zusammenhang zwischen Biologie und Medizin viel, viel besser begreifen sollten, wäre es also ein leichtes, auch die schwersten Erkrankungen relativ leicht zu beherrschen. Ich möchte auch sagen, zu heilen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn wir das als Zustand beschreiben, was ich hier entwicklungsmäßig und dann auch von unserem Verhalten her gezeigt habe, was können und was müssen wir tun? Und da gibt es natürlich viele Angebote. Ich habe hier und da schon darüber gesprochen, aber ich möchte das gern noch einmal konzentriert tun und tiefgründig tun, dass das vermittelte Wissen Sie denn in die Lage versetzt, es eben auch selbst umzusetzen. Und so möchte ich Sie verweisen auf weitere Vorträge im Informationsdienst Agile Smart. Den können Sie erreichen über die eingeblendete URL, nämlich ulrich-mtc.de/infodienst. Dort können Sie dieses Abo erwerben und teilnehmen. Und ich möchte auch verweisen auf das demnächst stattfindende Symposium. In diesem Jahr 2021 wollen wir auch ein Symposium wieder durchführen. Es wird wohl nicht vor Ort in dem wunderschönen Hotel wieder stattfinden können, in Bad Saro, sondern wir werden es leider, aber es geht nicht anders, virtuell über die digitalen Medien durchführen. Sie bekommen bei Zeiten eine Einladung dafür. Aber das werden die Themen der Vorträge sein. Was können, was müssen wir tun, um mit den Viren und Mikroben eben klarzukommen?
Ja, und Literatur darüber, wer nicht so lange warten möchte, Literatur darüber möchte ich hier noch einmal einblenden. Die stille Macht der Mikroben. Das Buch ist von Elena Collen und ich kann es nur empfehlen. Ja, und nun vielleicht noch ganz kurz ein paar Beispiele, die sich gerade jetzt vermehrt in der letzten Zeit als Erfolge gezeigt haben und relativ schnelle Erfolge. Ich möchte es einfach weitergeben, denn ich denke, es wird immer ein Vorteil sein, wenn Sie wissen, besser damit umzugehen. Bei nächtlichem Harndrang, ich habe es letzte Mal schon darüber gesprochen, möchte es heute trotzdem mal wiederholen, wegen der Häufigkeit des Problems, empfehlen wir gegen die Parasiten die Anwendung C1322, ich wiederhole Quellencode-Index C1322 und die Anwendung lautet Prostata vergrößert. Und das kann man sich auch gut vorstellen und bringt auch vielfach den Erfolg. Es hat sich aber auch gezeigt, und ich habe das letzte Mal auch schon darüber gesprochen, an einem Einzelfall, nun hat sich das aber regelrecht vervielfacht, die Rückmeldung, dass auch die Anwendung mit dem Quellencode-Index A125, ich wiederhole, Quellencode-Index A125, Harnleiterverengung, Erfolg bringt. Das bedeutet überhaupt nicht, dass wir unbedingt eine Harnleiterverengung haben und dadurch der nächtliche Harndrang kommt, sondern es sind einfach die dahinter bestehende, Sie ahnen es schon, Parasiten, die uns da Probleme bereiten und die wir mit der Anwendung A125 beseitigen. Übrigens ist die Anwendung auch, ich habe die Frage diese Woche auch einmal von jemandem bekommen, diese Anwendung zum Beispiel Prostata vergrößert, nämlich mit dem Quellencode-Index C1322, auch für Frauen geeignet, die unter nächtlichem Harndrang leiden. Also es hängt überhaupt nicht mit den Bezeichnungen zusammen, hängt schon im Hintergrund zusammen, aber es geht immer bei uns um die dahinterliegenden Parasiten, die wir selbstverständlich auch bei Frauen dann vorfinden. Ja, die auch aufgrund, sagen wir mal, der aktuellen Situation mit Lockdown und Ausgangssperre und Kontakteinschränkungen und was das alles eben für unser privates, berufliches und gesellschaftliches Leben bedeutet, kriege ich vermehrt auch beschrieben, dass Menschen leiden unter Unruhe, unter Angstzuständen, verstärkte Nervosität und auch psychische Unsicherheit. Und dort habe ich in der letzten Zeit mehrfach empfohlen, gegen die beteiligten Parasiten folgende Anwendung, nämlich die Anwendung vegetative Dystonie, ich wiederhole vegetative Dystonie, mit dem Quellencode-Index A335, und das hat relativ schnell zu Erfolgen geführt und ich gebe Ihnen diese Erfahrung vieler Anwender sehr gern weiter. Ja, und auch Stürze, Unfall und Blutergüsse gibt es. Da muss ich nicht nur an das Glatteis denken. Das kann man sich auch so zuziehen, auch im Haushalt. Und da empfehle ich regelmäßig und bei diesen Begleiterscheinungen empfehle ich die Anwendung mit dem Quellencode-Index A121. Hämatome, Verstauchungen. Und siehe da, auch dort gibt es zunehmend positive Rückmeldungen. Und ich möchte das bloß gern weitergeben, wenn Sie auch für den Fall der Fälle hier eine Hilfe brauchen. Ja, dann sprach ich über dieses Trauma. Das möchte ich hier ganz kurz nur einbringen, dass wir eben die Anwendung Trauma jetzt verstärkt mit dazu bringen und wir sogar im Vorprogramm der Basisanwendung gebracht haben und dass Sie diese Basisanwendung, ich habe das letzte Mal schon gesagt, auf der Seite ulrich-mtc.de/download herunterladen können. Da gibt es also jetzt sogar das sogenannte Vorprogramm, nämlich die Anwendung Trauma. Und die Anwendung Trauma scheint einen riesengroßen Vorteil für sehr viele Anwender zu haben. Nicht etwa, weil sie ein Trauma haben, sondern weil es bei ihnen solche ähnlichen Parasiten gibt, die eben auch ein Trauma hervorrufen können, beziehungsweise erhalten können, die wie eine Blockade gegenüber den Anwendungen wirken. Und sei die Anwendung eine Beschwerde, Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat oder sind es im Bereich der Nerven, oder im Bereich der Verdauung, diese Anwendung Trauma eingesetzt. Meine Empfehlung ist 3 Tage hintereinander jeweils 2-mal und dann die spezifische Anwendung hat eine sehr große Erfolgsquote Verbesserung gebracht. Ja, das möchte ich nun, das haben Sie letztes Mal schon gehabt, die Folie, die ich jetzt übergangen habe und möchte sagen, dass ich jetzt
oder Ihnen mitteilen, dass ich jetzt sozusagen hier mit meinen vorbereiteten Folien soweit bin und ich mich Ihren Fragen zuwenden kann, die Sie im Chat eingelegt haben und die erfreulicherweise mir hier in eine Datei eingegeben wurden, wo ich sie besser lesen kann.